Ja, willkommen zurück zu Goodbye Deponia und dem Hotel Menetekel. Zimmertür, Zimmertür, Schrank. Zimmertür, Zimmertür und Fragezeichen. Wir gehen erstmal da lang. Oh Gott. Das schreit nach Rätsel. Ja, genau. Pastetenautomat. Mit einem lustigen Schleimtroll in jeder fünften Pastete. Eil! Und ich dachte all die Jahre lang, dass die gar nicht mehr hergestellt werden dürfen. Wer braucht schon Münzgeld, wenn er über magische Finger und ein unbestreitbares Händchen für Automaten aller Art verfügt? Aua! Okay, das hat sicherlich irgendwas mit diesem Rätsel zu tun. Heizung ist das, oh Gott. Die roten Module stehen auf Heizen. Das ist aber auch so eine Energieverschwendung. Mal gucken, ob ich die abstellen kann. Ja, aber nicht jetzt. Irgendwann anders. Was denken die sich bloß dabei, eine Tonne für Fischabfälle direkt unterhalb der Gästezimmer aufzustellen? Hier hat es doch ein für die Müllentsorgung perfekt geeignetes Geländer. In solchen Mülltonnen kann man die verrücktesten Sachen finden. Ein Pelikan. Das ist nicht mal verrückt. Das ist maximal milde merkwürdig. Ja, der freut sich sicherlich über die Fischabfälle. Oh Gott, okay. Dann gehen wir wieder zurück zu den Zimmern. Das Pastetenposter war auch sehr süß. Und gucken wir erstmal in den Schrank. Dieser Kopfkissenbezug ist von hervorragender Qualität. So viele Kopfläuse können nicht irren. Außerdem ist da ein Pflegehinweisetikett mit 6 Symbolen eingenäht. Komisch. Die habe ich alle noch nie gesehen. Ups, nein, nein, nein. Ich wollte doch nur mein Inventar schließen. Okay. Immer langsam. Ich höre was. Und der Zerstörer wird kommen durch diese Türe. Und er wird tragen das Zeichen der Bestie. Die Stimme kenne ich doch. Das ist doch... Und ein dumpfes Klopfen wird seiner Ankunft vorausgehen. Und er wird sagen... Aua! Das gibt ein Horn. Hey, elf mich nicht nach, du. Moment mal. Ja. Ich kenn dich. Du bist... sehr beschäftigt. Nein, du bist das Pfeifenkopfmännchen. Der Wahrsager aus Porta Fisco. Bin ich nicht. Oh, du lügst. Was mich im Grunde als Wahrsager disqualifizieren würde, oder? Jetzt mal keine Spitzfindigkeiten hier. Ich glaube immer noch, dass du der Wahrsager bist. Ich werde oft verwechseln. Zum Beispiel mit Ansgar Fleischhut, dem berühmten Mützenmodell. Willst du mich veräpfeln? Wieso? Wir gehen zum selben Friseur. Komm schon, ich erkenne dich doch. Was hast du zu verbergen? Nichts. Im Gegensatz zu Ansgar, diesem eitlen Fatzke. Hast du etwa vor, zu verreisen? Nur ein kleiner Angelausflug. Es sieht aber eher so aus, als hättest du alle Zelte abgebrochen. Ich gehe auf Großfischjagd. Und dann nimmst du deine ganze Wohnzimmereinrichtung mit? Mein Flatsitter hat Mumps. Was sollte dieses Gemurmel eben? Führst du etwa Selbstgespräche? Ich weiß nicht, was du meinst. Es klang wie so eine Art obskure Weltuntergangspredigt, wie man sie von sinisteren Sektenführern erwarten würde. Ach so, ach das. Ich habe nur ein Lied für die Geburtstagsfeier meiner Nichte geprobt. Und der Zerstörer wird kommen durch diese Türe? Pippo der Zerstörer, König der Komödianten. Da, 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 da. Und er wird tragen das Zeichen des Tieres? Er trägt das Zeichen
des Tieres. Er macht den Elefanten. Du, 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 du. Bippo, bippo, hui. Herzlichen Glückwunsch, Emil. Ui. Emil Ui? Ein beliebter Mädchenname an der Schrapnellküste. Was soll dieser seltsame Aufzug? Bist du einer Sekte beigetreten? Das ist nur ein Bademantel aus dem Hotel. Und hat auch das Hotel den Schriftzug »Das Ende ist nah« eingenäht? Die meinen das Ende der Frühbucherperiode. Das Ende der Frühbucherperiode ist nah. Buchen Sie jetzt Ihren Urlaub im Hotel Menetekel. Lass das Theater, ich hab dich durchschaut. Oh je, das war ja vorherzusehen. Du hattest natürlich recht, ich bin der Wahrsager. Aber ich benutze meine Fähigkeit nur noch ungern. Es läuft nur noch Mist in der Zukunft, was? Genau genommen läuft da gar nichts mehr. Die Welt wird untergehen. Ja, das war auch meine erste Reaktion. Die zweite war, alle meine Sachen zu packen und einfach abzuhauen. Aber das ist doch Quatsch. Ich weiß, man kann seinem Schicksal nicht entkommen. Genau, man muss sich mit ihm abfinden. Was? Nein. Darum habe ich Gleichgesinnte um mich geschart, um mich mit ihnen zusammen auf das Unausweichliche vorzubereiten. Du hast eine Weltuntergangssekte gegründet. Wann wäre ein besserer Zeitpunkt? Oh Gott. Die Welt wird heute nicht untergehen. Stimmt. Es passiert morgen, kurz vor den Spätnachrichten. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Stimmt ebenfalls. Unglücklicherweise kannst du es nicht. Ha, das werden wir ja sehen. Falsch. Unsere Augäpfel werden längst verbrannt sein, wenn es soweit ist. Du weißt alles besser, was? Berufskrankheit. Ich werde deinem abergläubischen Fuzzi-Verein das Handwerk legen. Aber wir tun doch nichts Unrechtes. Aber nein, ihr wollt nur den Weltuntergang heraufbeschwören. Wollen wir nicht. Das Ende ist nicht mehr aufzuhalten. Alles, was uns bleibt, ist uns spirituell darauf vorzubereiten. Spirituell? Verstehe. Ihr lasst euch also volllaufen. So eine Art Abrissparty für den Planeten. Ganz im Gegenteil. Es geht darum, sich symbolisch von seinen Sünden reinzuwaschen, bevor das Ende kommt. Also nur Softdrinks. Dann gehe ich doch lieber zu den echten Satanisten. Die wissen wenigstens, wie man feiert. Wie kommst du darauf, dass die Welt untergehen wird? Die Vorzeichen waren eindeutig. Gestern Nacht stand der Horizont in Flammen. Du meinst doch nicht etwa mein Barbecue, oder? Dann hat es Feuer vom Himmel geregnet. Okay, ich hätte doch nicht die preisgünstigen Briketts verwenden sollen. Und Frösche. Ich habe doch gesagt, dass die noch nicht ganz durch sind. Schließlich hat sich das Wasser des Ozeans in Blut verwandelt. Ich hab's ja verstanden. Meine kleine Grillparty ist etwas außer Kontrolle geraten. Na und? Das macht mich noch lange nicht zum Reiter der Apokalypse. Ja, und dass das so auf dem Flyer stand? Mein Gott, das hatte PR-Gründe. Kann ich deine Kutte haben? Nein, aber wenn du an unserem Ritual teilnimmst, bekommst du deine eigene. Spinnst du? Ich werde garantiert nicht an deinem gruseligen Weltuntergangsgehopse teilnehmen. Es ist ein Selbstreinigungsritual. Es geht darum, sich symbolisch von seinen Sünden reinzuwaschen, bevor das Ende kommt. Was denn für Sünden? Ich bin dabei, die Welt zu retten. Genau genommen bin ich so etwas wie ein Heiliger. Und gewaschen habe ich mich diese Woche auch schon. Ich habe es anders gesehen. Ach komm schon, gib schon die Kutte her. Nein, diese Kutten sind nur für Menschen bestimmt, die willens sind, sich reinzuwaschen von... Oh, erspar mir das. Ich bin schon raus. Ich habe es anders gesehen. Was treibst du da eigentlich? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Verstehe. Na, das kann eine Weile dauern. Ach, dir ist ja nicht mehr zu helfen. Keinem von uns. Okay, ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich einfach noch tausendmal nach der Kutte fragen soll. Manchmal ist das ja so, aber ich würde sagen, zur Not kommen wir auf ihn zurück. Ja. Ich
wusste doch, dass ich diese unästhetische Drecksfresse schon mal irgendwo gesehen habe. Zuerst dachte ich ja beim Bowlen. Keine Ahnung, warum. Ach, Mr. Toffee. Bescheuerter Name für eine Tarantel. Ich hoffe, er hat nichts mit Camouflage zu tun. Ich finde, Mr. Toffee macht die Spinne gleich weniger gruselig. Ich wünschte, die in Resident Evil hätten solche Namen. Hey, lass Mr. Toffee in Ruhe. Na gut. Dentosaurus, der dino-starke Zahnputzspaß. Hey, das ist dieselbe Marke, mit der ich als Kind Fiebererkrankungen vorgetäuscht habe. Versteht's ja auch. Dentosaurus Zahnpasta ist ein Chemieabfallprodukt und nicht zur inneren Anwendung geeignet. Mögliche Nebenwirkungen: Fieber, Schweißfüße, permanenter Verlust des Gefahrenbewusstseins. Dentosaurus Zahnpasta darf unter keinen Umständen mit Teppichreiniger vermischt werden, da gefährliche Chloroformgase entstehen können. Wow, ich sollte öfter mal Gefahrenhinweise lesen. Ich habe doch tatsächlich geglaubt, Zahnpasta sei nutzlos. Ja, das klingt so, als würden wir sie irgendwann noch brauchen. Das ist wie einem Kind den Lolli wegzunehmen, nur mit weniger Karies. Wir haben schon eine ganze Menge Müll dabei, kann das sein? So. Ich erblicke darin eine Einladung zu einem famosen Streich. Ich lach mich jetzt schon kaputt. Absurder Humor ist ja an sich okay. Aber ich kann diese einmalige Gelegenheit nicht für einen billigen Karlauer verschwenden. Ich denke vor allem an die Fans, die meine Streiche wegen ihrer hintergründigen Doppelbödigkeit lieben. Na gut. Dann tue ich hier erstmal nichts. Hätte ja sein können. Wir werden wiederkommen. Mr. Toffee. Abgeschlossen. Bowl? Keine Antwort. Abgeschlossen. Oso? Keine Antwort. Aber da ist doch jemand drin. Ich höre Stimmen. Hier ist niemand. Na prima, dann kann ich ja reinkommen. Was? Nein, stopp! Zu spät. Hallo? Du da, unter dem Laken. Hier ist niemand unter dem Laken. Sei nicht albern. Ich sehe dich doch. Du siehst Gespenster. Kann nicht sein. Ich glaube nicht an Gespenster. Vor allem nicht an diese gruselige Sorte, die sich in dunklen Hotelzimmern rumtreibt. Und die auf ewig in der Zwischenwelt gefangen ist, bis ihre arme Seele endlich Erlösung gefunden hat. Ich bin kein Gespenst. Und eine Erlösung wäre es, wenn du endlich verschwinden könntest. Nicht so hurtig. Wenn du also kein Gespenst bist, was treibst du dann hier ganz alleine? Im Dunkeln, direkt neben diesem Guckloch zum Nebenzimmer. Ich bin ein Gespenst. Zieh dich, sonst bekommst du meine übernatürlichen Gespensterkräfte zu spüren. Es sei denn natürlich, du bist der Zimmerservice. Ich bin der Zimmerservice. Sehr gut. Dann räum bitte das Geschirr weg, das ich neben die Tür gestellt habe. Ja, aber hier liegt kein Geschirr neben der... Oh, Moment, da war doch welches. Bevor ich dich aber allein lasse... Ui, jetzt kommt alles raus. Wozu braucht ein Gespenst denn den Zimmerservice? Um das Laken zu wechseln? Finger weg von meinem Laken! Schon klar. Ich kann mir vorstellen, wie unangenehm es ist, wenn sie den Saum so tief unter die Matratze stopfen. Ein Freund von mir ist mal in meine Laminiermaschine geraten. Er hat noch die ganze Nacht lang geheult. Zum Glück ist mir am Morgen wieder eingefallen, wie man die Kiste ausstellt. Aha, aber wie gesagt, es geht hier nicht um das Laken. Es soll lediglich das Geschirr weggeräumt werden. Und wozu brauchst du das Geschirr? Für einen Mitternachtsimbiss. Ach ja, logisch. Ich glaube nicht, dass du ein Gespenst bist. Und wie, wenn ich fragen darf, kommst du zu dieser Erkenntnis? Ganz einfach. Gespenster erscheinen nur denjenigen, die sich etwas vorzuwerfen haben. Sie sind so eine Art... Stoff gewordenes schlechtes Gewissen. Aha, schlechtes Gewissen. Ich? Du hast Ideen. Wenn ich dir doch sage. Ich aber habe mir nicht das Geringste vorzuwerfen. Ach komm, jeder hat doch irgendwelche Laster.
Ich habe kein Laster, kein einziges. Warum würde mich Goal wohl sonst mit nach Elysium nehmen? In der kurzen Zeit, die wir uns kennen, habe ich sie bereits zweimal aus fahrenden Organon-Kreuzern geworfen. Ihr Espresso aus Batteriesäure eingeflößt, ihr Bewusstsein in drei Teile gespalten. Und heute Morgen habe ich versehentlich die Babyschildkröte, die sie gesund pflegen wollte, mit Schnellzement ausgegossen. Nein. Aber sie hat mir alles verziehen. Mein Gewissen ist rein. Hast du mal darüber nachgedacht, dass es vielleicht nicht darauf ankommt, ob diese Goldie verzeiht, sondern du dir selbst? Boah, aber das wäre doch voll egoistisch. Finde ich nicht. Schön. Ich verzeihe mir. So. Und nun? Was? Und nun? Ja, du bist ja immer noch da. Also wenn du wirklich eine Manifestation meines schlechten Gewissens wärst, müsstest du dich da nicht irgendwie jetzt aufgelöst haben oder so? Vielleicht muss ich mir auch selbst verzeihen. Natürlich. Genau wie in mein Freund der Geisterastronaut. Na los, hopp. Na, verzeih dir doch einfach. Das ist nicht so einfach. Ich schäme mich wirklich sehr. Und wie willst du dann jemals Erlösung finden? Ich dachte, ich bleib hier einfach im Dunkeln stehen und kämpfe dagegen an. Oh Mann, was für eine Jammertüte. Was ist denn dein Laster? Ist das nicht offensichtlich? Du bist Bettnässer. Quatsch. Sag mal, wo ich hier stehe. In einem dunklen Hotelzimmer. Neben? Einem Loch in der Wand. Und was sagt dir das? Ah, ich hab's. Du bohrst gerne Löcher. Nein! Hä? Aber Moment, du meinst doch nicht etwa... Doch, ich höre gerne Leuten dabei zu, wie sie unter der Dusche singen. Laster Kanaster, reden wir über was anderes. Oh, sehr gerne. Okay, ihr Süßen, morgen sprechen wir mal weiter mit diesem netten Gespenst. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich finde, das Hotel ist eine super Location. Ich bin gespannt, was wir hier noch so alles erleben werden. Schreibt doch einen netten Kommi und schaltet morgen wieder ein zu Goodbye, Deponia. Bis dann.